Lieben. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr hattet einen schönen Sommer, einen schönen Urlaub und genießt auch weiterhin das tolle Wetter. Bei uns hier in München steht ja das größte Volksfest der Welt an in einigen Tagen. Nachdem es 2 Jahre abgesagt wurde, findet es dieses Jahr endlich statt. Die Wiesn, wie wir dazu sagen. Und ich weiß nicht, ob einige von euch wissen, ich habe ja, bevor ich mich mit Lief selbstständig gemacht habe, sogar einige Jahre auf der Wiesn gearbeitet. Und das hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht und somit habe ich auch einen Teil von meinem Startkapital dort verdient. Und das ist für mich ganz klar, dass ich jetzt zu Wiesn auch eine kleine Wiesn-Kollektion mit Lief rausgebracht habe. Und das möchte ich euch gerne heute mal zeigen und auch, wie ihr die am besten kombinieren könnt. Genau, also was zu Wiesn gehört, ist natürlich eine schöne Tracht und das Wichtigste ist das Dekolleté. Und deswegen fangen wir schon mal gleich mit den Halsketten an. Wir haben da 3 verschiedene Modelle, die zeige ich euch mal. Und zwar ist das alles mit einer kleinen Breze verziert. Das wäre das erste Modell. Da haben wir eine Breze, die ist mit Zirkoniasteinen besetzt. Und die Kette, wie ihr das sonst auch immer kennt, ist verstellbar auf 3 Ösen, so dass ihr das eben auf eure Wunschlänge einstellen könnt. Das ist auch wirklich eine super schöne Kette mit einem einzelnen Anhänger. Könnt ihr natürlich auch kombinieren mit einer zweiten Kette, eine, die ihr schon habt, oder eine eben mit einem Herzmotiv oder mit einem Blumenmotiv, was zu Wiesn auch immer super aussieht. Die zweite Kette ist so eine Charmkette, die hat mehrere Anhänger. Und zwar sind es 3 Brezen und dazwischen 2 kleine Herzchen. Auch die Kette hat eine Verlängerung hinten, könnt ihr dann auch einstellen. Was auch schön aussieht, wenn man die 2 Ketten eben auch zusammenträgt. Eine eben kurz, die andere etwas länger. Dann hat man eben diese Layering-Optik auch im Dekolleté. Ich habe jetzt die dritte Kette an. Kann ich euch mal zeigen. Und zwar ist es so ein Choker. Die hat mehrere Brezen und der Anhänger in der Mitte ist mit Zirkoniasteinen besetzt und hinten eben eine kleine Schnur, die könnt ihr hinten mit einer kleinen Schleife zubinden. Ich habe dazu jetzt mal eine lange Perlenkette kombiniert, die ich eben doppelt um den Hals gewickelt habe, mit weißen Süßwasserzuchtperlen. Das passt halt super schön zu diesen weißen Trachtenblusen, die man dann in der Regel anzieht. Genau. Was an diesem Choker ganz toll ist, ich zeige es euch hier auch mal in Silber. Ja, gibt es natürlich alle Ketten auch in Gold, also in Silber vergoldet, so wie ich sie jetzt anhabe, und auch eben auch in Silber, je nachdem, was ihr für eine Tracht habt. Manche haben ja noch so kleine Silberknöpfe, dann würde vielleicht Silber besser passen. Genau, ich zeige es euch mal. Und diesen Choker könnt ihr auch als Armband tragen. Das heißt, ihr zieht es einfach hier ums Handgelenk und dann zieht ihr die Bänder ganz eng. So, und dann könnt ihr die noch einmal, zweimal rumwickeln, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, und dann nochmal eine kleine Schleife machen. Dann könnt ihr den Choker dann eben auch als Armbändchen anziehen. Das ist halt super schön, dass man das eben auf 2 verschiedene Varianten tragen kann. Was wir noch haben, natürlich fürs Handgelenk, zeige ich euch jetzt mal hier. Das sind unsere Glücksbändchen, auch mit der Breze. Das ist wirklich süß. Das kann man eben zu den anderen üblichen Armbändern, die man hat, einfach mal eins so dazu tragen. Dann wird das alles ein bisschen wiesentauglich. Genau, da gibt es verschiedene Bandfarben auch. Wir haben es in Beige, habe ich es jetzt hier an. Aber es gibt es auch in Hellblau oder in Rot und in anderen Farben auch. Gut. Was auch total schön ist, wenn man, so wie ich, jetzt so eine seitliche Frisur macht und auch ein paar Ohrlöcher mehr hat, da kann man die Ohrringe super schön kombinieren. Ich habe jetzt die großen Herzkreolen von uns genommen. Ich finde, Herz ist auch mal so ein Motiv, was super gut zur Tracht passt. Und dann habe ich ins zweite Ohrloch unsere Kreolen mit den Zirkonia-Brezen an. Seht ihr die? Genau. Dann im dritte Loch habe ich einen kleinen Zirkonia-Stecker. Genau, und oben nochmal 1, 2 Earcuffs. Das sind diese
kleinen Anhänger, die ihr um die Ohrmuschel machen könnt. Also da braucht ihr auch kein Piercing. Sieht, finde ich, immer ganz, ganz cool aus. Oder auch mal ein bisschen modernen Touch habt ihr dadurch. Genau, was wir auch noch haben, sind kleine Brezenstecker. Das könnte man für die, die jetzt sagen, okay, das ist ihnen zu viel mit großen Ohrringen und Kette, dann könnte man zu den Ketten eben die kleinen Brezenstecker auch kombinieren. Schauen auch total süß aus, wenn man die ins zweite Ohrloch reinmacht. Genau, ich werde natürlich auch nachher mal ein paar Fotos machen, wo wir euch die Kombinationen nochmal zeigen. Da könnt ihr mal durchstöbern und auch einige Shopping-Buttons dran machen. Dann gelangt ihr direkt zu uns in den Shop, wo ihr eben die Artikel auch nachkaufen könnt. Gut. Also wie gesagt, alle Schmuckstücke gibt es auch eben in Silber. Und je nachdem, welche Farbe ihr euch lieber ist, könnt ihr euch da eure Kombination zusammenstellen. So, und für all diejenigen, die wissen wollen, wo ich mein schönes Dirndl her habe, das ist von Coco Vero, das ist eine Münchner Marke. Und ja, jetzt möchte ich euch an dieser Stelle ganz, ganz viel Spaß und Vergnügen wünschen auf der Wiesn. Und ich hoffe, wir sehen uns dort. Bis dann!